Moin, moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skyrim. Ich bin schon mal ein bisschen offscreen weitergelaufen, nämlich zum Saartal, wo ich Teufdir treffen muss und die Bruchstücke des Amuletts von Gauldur sich befinden. Nämlich auch, befinden sich auch im Saartal. Deswegen haben wir da mal kurz eine Quest vorgezogen. Oh, Teufdir. Es ist immer ermutigend zu sehen, wie die... Ich bin also gut, bitte ja, bleibt in meiner Nähe, solange wir dort drinnen sind. Es ich will aber erstmal hier durchgucken. Nehmt das, ich hole es mir später wieder. Was? Ich zahle gut, verliert es nicht. Immer mit der Keine Zeit zum Reden. Wenn ihr mich bestehlt oder betrügt, töte ich euch. So. Das meine ich ernst. Wo ist der andere? Laut. Von wem? Das ist die große Preisfrage. Wenn er mir gleich über den Weg läuft, dann werde ich ihm das zurückgeben. Ich weiß ja nie, was er mir gerät. Habt ihr eben jemanden vorbeilaufen sehen? Ich nehme an, dies gehört euch. Ja. Woher habt ihr das? Ach, vergesst es. Hier ist zwar nicht viel, aber immerhin etwas. Ich werde diesen Dieb aufspüren und umbringen. Gold. Ein Gold. Ja, hier, da oben liegt er. Kannst du ihn gleich... Kannst du ihn gleich nochmal umbringen. Ich habe das schon für dich erledigt. Das stört dich jetzt nicht zu sehr. So, Saartal, Freunde. Saartal. Was? Kaum zu glauben, dass Wie diese Ausgrabung von euch vielleicht wurde. Wissen, war Saartal eine der frühesten Nordsiedlungen in Himmelsrand. Echt? Und es war die größte. In der berüchtigten Nacht der Tränen wurde es von Elfen geplündert. Und es ist nicht viel darüber bekannt, was mit Saartal geschehen ist. Das kenne ich euch auch nicht, Sage. Das ist eine aufregende Gelegenheit für uns. Eine so frühe Zivilisation. Und ihre Magie studieren zu können. So, passt doch auf. Nun, gibt es noch Fragen? Bevor ich habe keine weiteren Fragen. Was soll ich jetzt tun? Nun, warum schaut ihr nicht, ob ihr Arniel Gain helfen könnt? Okay, ich suche so, Arniel Gain. Was machen wir mit euch anderen? Ja, ich habe nämlich keine Bock. Melina, meine Liebe. Ewigkeiten lange Laberei alles, hier. Arniel Gain. Auf dem Weg. Sind dort schon Gegner? Scheinbar nett. Das ist mal gut. Das würde sonst nämlich leicht unlogisch sein. Ich finde. Knochenmehl, Schuppenschwamm. Hier um die Ecke ist Arniel Gain. Oder? Es wird eine halbe Ewigkeit dauern, bis wir uns da durchgewühlt haben. Teufdir hat mich zu eurer Hilfe entsandt. Was? Ach ja, ihr. Ich erinnere mich an euch. Ihr wollt helfen, das ist schön. Bringt nur bitte meine Arbeit nicht durcheinander. Okay. Ich habe mir nur einen Teil davon durchgesehen. Ihr, könnt euch gerne in den Kammern nördlich von hier umsehen. Seid bitte vorsichtig, ja? Ja. Wir wollen ja nichts kaputt machen. Suche nach magischen Artefakten. Wobei braucht ihr Hilfe? Tragt einfach die übrigen magischen Artefakte zusammen, damit ich sie katalogisieren kann. Wow. Seriously? Was in aller Welt war das für ein Lärm? Ist alles in Ordnung? Ich bin gefangen. Wie in aller Welt ist das passiert? Ich habe ein Amulett von der Wand genommen. Wirklich? Vielleicht hat das Amulett eine Bedeutung. Könnt ihr es irgendwie benutzen? Ich komme mit Hilfe des Amuletts von Saartal der Falle.
Amulett von Sartal. Seht ihr das? Eine Art Resonanz. Hier und die Mauer. Das muss mit dem Amulett zusammenhängen. Ich frage mich, welche Auswirkungen eure Zauber wohl haben. Ein Zauber. Ehrlich, da war aber da war meine Magie aber ganz schön stark. Achso. Ach Quatsch. Bekleidung. Moment von Arkai, das ist halt Ding. Brauche ich jetzt nicht anziehen. Nun, das ist höchst ungewöhnlich. Ja, ja. Und sehr interessant. Sollte dies denn versiegelt sein? Was ist das für ein Ort? Ist das eine Grabkammer, mein Lieber? Wartet, Magier, und hört gut zu. Wisset, dass ihr eine Folge von Ereignissen in Gang gesetzt habt, die nicht aufgehalten werden kann. Es wurde noch kein Urteil gefällt, da ihr davon nichts wissen konntet. Es wird ein Urteil über eure zukünftigen Handlungen gefällt werden und darüber, wie ihr den Gefahren begegnet, die euch erwarten. Okay. Diese Warnung ergeht an euch, weil der Sijik-Orden an euch glaubt. Ihr Magier, ihr allein habt das Potenzial, eine Katastrophe zu verhindern. Seid sehr vorsichtig und wisset, dass der Orden euch beobachtet. Okay. Ich schwöre, ich habe gerade etwas ziemlich Seltsames gespürt. Was ist da gerade geschehen? Irgendein Geist ist mir erschienen und hat zu mir gesprochen. Ich habe leider gar nichts gesehen. Könnt ihr mir mehr darüber sagen, was ihr gesehen habt? Es ging um bevorstehende Gefahren und den Sijik-Orden. Sijik-Orden? Seid ihr ganz sicher? Das ist sehr seltsam. Und drohende Gefahren? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Es besteht keine Verbindung zwischen den Sijiks und diesen Ruinen. Und von ihrem Orden hat seit langer Zeit niemand mehr etwas gesehen. Vielleicht sollten wir einen Blick in diese Särge werfen. Jetzt seid bitte sehr vorsichtig. Wer weiß, was wir finden. Ja. Dann los. Oh nein, das kommt nicht. Sagen wir meistens. So wie bei den anderen. So etwas habe ich in den Nordruinen noch nie gesehen. Seht euch nur all diese Särge an. Da lohnt sich ein genaueres Hinsehen. Alles Drauger, Freund. Ich würde eine Weile bleiben und das. Ja, bleibt nur meine Weile, ist kein Thema. So etwas habe ich in den Nordruinen noch nie gesehen. Seht euch nur all diese Särge an. Da lohnt
sich ein genaueres Hinsehen. Ich würde gerne eine Weile bleiben und das alles untersuchen. Ihr dagegen sollt weiter versuchen, das zu finden, was diese Vision euch gezeigt hat. Okay. Aber seid vorsichtig, wenn es wirklich gefährlich ist. Geht schon hin. Was ich aber nochmal nachgucken wollte, wie viele alte Nordpfeiler habe ich eigentlich mittlerweile? 900 Stück! Ja, gut. Kann ich ja so langsam mal wechseln, ne? Ich komme bald nach. Satal. Auf geht's. Gold und nochmal 5 macht 18 und nochmal 9 macht 27. Sehr schön. Ach, ich liebe doch solche Draugerruinen hier. Man hat so viel Gold, was man kriegen kann. Weil die Drauger meisten. Ach, Gold dabei. Ja, ja, Sack. Das ist ein Ruheloser. Wichte waren aber schnell hinüber. Falle davon habe ich nicht ausgelöst. Wird aber wahrscheinlich, wenn da schon eine Falle ist, nicht die einzige Falle gewesen sein. Könnte zumindest sein. Okay. Auf die Knie vor mir. Das ist super hier. Noch mehr alte Nordpfeile, also bald kann ich wirklich wechseln auf die alten Nordpfeile, wenn das so weitergeht. Geht's hier weiter? Ja, hier geht's weiter. Ich will mich erstmal nochmal weiter hier umgucken. Überall noch Sachen, die man erforschen kann. Psychic Orden. Okay. Doch, da ist noch eine Truhe. Was ist die? Adept. Perfekt. Stufe, jawollo. Wir werden weiterhin unsere Magika verbessern. Ja. Im anderen sind wir erstmal gut. Schießkunst. Kann ich da jetzt noch mal? Ne, er fordert 80. Er fordert 90. Und Meisterschuss fordert 100. Ist klar. Dann würde ich also sagen, wir lassen das erstmal und machen nichts. Würden uns irgendwann auf die Schmiedekunst konzentrieren. Das Drachen. Drachen erfordert 100, Dedra nur 90. Okay. Ist okay. Ich habe jetzt erstmal nichts verbessert. Jetzt mit der Schießkunst, dann brauche ich noch 3 Verbesserungspunkte. Aber muss aber auch dafür erstmal. Zumindest erstmal 80 in der Schießkunst haben, um eine Sache zu verbessern. Da brauche ich bei 100 ganz unten bei dem auch noch eins. Warte mal, da will ich nochmal gerade gucken. Nein. Da brauche ich dann nämlich keins mehr. Platte, die löse ich aber nicht aus. Das war ganz gut. Vulkan.
Ja, gut. Ich glaube, Gott ist Schwarzburg, du hast. Du hast ausgedient, weil du hast nur einen Schaden von 43. Boah, der ist schon komplett leer. Der hat einen Schaden von 47. Also werde ich den hier nehmen. Achso. Was ich aber vergessen habe, ist. Nein. Habe ich den? Jetzt ist er Favorit. Habe ich da schon reingeguckt? Ja. Lösen. Kleines Rätselchen. Kann ich drehen. Aber nach welchen Kriterien? Hier 6 Stück kann ich drehen. Wo habe ich dazu? Ah, Wahl. Adler. Schlange, Adler, Adler, Wal. Dürfte stimmen. Stimmt auch. Frage, hallo. Dein Gold nehme ich mit. Todesfürst, okay. Guck mal, auf einer Seite runtergerannt. Ah, das war's schon mit dir, Lutscher. Sehr schön. Weiterleben. Wovon ich immer noch keine Erklärung habe, warum die eigentlich wieder zum Leben erweckt werden. Oder von wem. Sakraler Elfenbogen. Oho. Hört sich super an. Nehme ich mit. Hier haben wir irgendwas mit Magiern. Weil... blöd, ne? So. Kein Glasbogen ist dort unten. Hätte ich auch gleich ausgerüstet lassen können, weil... Oder kriegt das auch hier mit? Nö. Gut. Dann... Funken. Auslösen. Vulkanglasbogen. Und ich werde jetzt allen Ernstes auf die alten Nordfalter gehen. Davon habe ich genug. Denn es sollte mir insgesamt an Pfeilen niemals was aufpassen.
Scheinbar sind wieder Sachen gegeben. Welche sind die richtigen? Ich gucke mal, ob das oben drüber passt. Schlange. Oh, ist das Arsch. Adler. Schlange. Oder warte mal. Schlange. Adler. Wal. Wal. Schlange. So richtig. Aha. Sache. Also manche haben sich dann mitgedreht bei manchen und manche nicht. Das war ein bisschen. Das war ein bisschen. Tricky. Wartet. Ich dachte, es sei höchste Zeit, dass ich wieder zu euch stoße. Okay. Braucht dich aber nicht. Alles gut. Hättest ruhig wegbleiben können. Und du duckst dich jetzt gefälligst. Das ist einfach faszinierend. Okay, dann halt nicht. Lebt wohl. Ich dachte, ich könnte ihm sagen, dass er gefälligst hier bleiben soll und mir nicht folgen soll. Weil er schon ein bisschen nervig ist, der gute Teufel hier. Jetzt gerade. Also so etwas. Nun seht euch das an. Nichts scheint zu funktionieren. Haltet es beschäftigt. Ich versuche, ihm etwas von seiner Kraft zu entziehen. Mach mal. Da, nun greift es an. Jetzt gehen, oder was ist das? Gut, weg. Sehr schön. Das ging ja schneller als er wird. Fragment von Galdos Amulett. Weg. Witzig, wie der das sieht, Bruder. Also, das ist ja wirklich einzigartig. Ja, ne? Finde ich auch einzigartig. Stab von Jirik Galdosson. Ja, was ist damit jetzt? Ich kann mit irgendwas anfangen? Nein? Ist mir egal. Was soll ich denn jetzt machen, dürft ihr? Ja. Hallo. Wo ist er denn? Da. Seid bereit, euch zu verteidigen. Was ist das für ein Ding? Ich habe keine Ahnung. Das ist erstaunlich. Wirklich erstaunlich. Der Erzmagier muss sofort informiert werden. Das muss er mit eigenen Augen sehen. Ich wage es nicht, das hier unbeaufsichtigt zu lassen. Könnt ihr zur Akademie zurückkehren und Savos Aaron von dieser Entdeckung unterrichten? Ja. Bitte beeilt euch. Mach ich. Sprich mit dem Erzmagier. Ich kann doch bestimmt hier raus, oder? Oh. Ein Wort, ein neues Wort. Sehr schön. Fleisch, Eisform. Kann ich jetzt nicht von. Eisform, ja. Schon.
alle von Eis vor? Ne, erst zwei. Dann habe ich mich da... Ach, Frostatem war das andere mit Eis. Oder Frost halt so. Ah, okay. Ja, ist ja kein Problem. Ob das oder das... zurück. Jetzt kann ich schnell reisen, weil muss ja den guten Servus Arm Bericht erstatten. Aber was ist jetzt mit der Quest da mit dem Bringen die Fragmente in Besitz? Habe ich da jetzt bekommen? Füge das Amulett von Goldo zusammen. Mache ich gleich. Erstmal spreche ich mal mit Servus Aaron. Wo sind der? Wo sind denn noch da? Gemächer des Erzmagiers. Hallo. Ihr seid noch ziemlich neu hier, oder? Ich habe euch schon gesehen, aber wir haben uns noch nicht unterhalten. Nein, mein Herr. Wie eigenartig. Ich bin Servus Aaron, Erzmagier der Akademie von Winterfeste. Ich bin sehr zufrieden, dass hier nahezu alle Aspekte der Magie erkundet und untersucht werden. Aber ich kann und werde keine Forschungen oder Experimente gutheißen, die Mitgliedern der Akademie absichtlich Schaden zufügen. Nee, nee. Verstehen wir uns? Keine Sorge. Ich muss mit euch über Saartal sprechen. Bitte sagt mir nicht, dass noch ein Schüler verbrannt ist. Ich muss mich gerade schon um genügend Dinge kümmern. Wir haben so eine Art Kugel gefunden. Teufel, wollte sie sich ansehen. Ich verstehe. Ich hoffe, es gibt von Tolftier noch eine genauere Erläuterung. Danke, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt. Tolftier kümmert sich normalerweise um eure kleine Gruppe, oder? Da er anscheinend beschäftigt ist und ich diese Entdeckung mit eigenen Augen sehen muss, solltet ihr vielleicht damit beginnen, dieses Thema zu untersuchen. Ja. Sprecht mit Urak im Arcanaeum. Ja, vielleicht kennt er etwas, das zu eurer Entdeckung passt. Und? Gute Arbeit. Wenn ihr das nächste Mal Nordruinen erforscht, könnte euch das hier womöglich helfen. Was kriege ich? Stab des Magierlichts. Sehr schön. Wir müssen also mit gut. Frack sprechen. Hä, warum bin ich jetzt so komisch gelaufen? Hä? Wo will der, dass ich... Muss ich dann da hoch und auf der anderen Seite wieder runter? Komisch. So sollte man normalerweise an der gleichen Tür wieder rauskommen. Nur gegenüber. Aber das hilft mich ja nicht. Hallo? Ihr seid nun im Arcaneum. Ich trage hier die Verantwortung. Es ist irgendwie mein eigenes kleines Reich des Vergessens. Okay. Stört mein Arcaneum und ich werde euch von wütenden Atronarchen in Stücke reißen lassen. Ups. Nun, braucht ihr Hilfe? Gibt es Akademieangelegenheiten, bei denen ich helfen kann?
Wenn euch der Sinn nach Abenteuern steht, ich bin immer auf der Suche nach Leuten, die mir wertvolle Bücher von gefährlichen Orten beschaffen. An gefährlichen Dingen bin ich nicht, ja doch, ich bin bereit für ein paar Abenteuer. Also gut, hier. Ich habe euch den Namen des letzten Ortes aufgeschrieben. Seht euch dort um, aber seid vorsichtig. Ich muss etwas über eine Sache in Erfahrung bringen, die wir in Satal gefunden haben. Ich weiß, was ihr wollt. Neuigkeiten verbreiten sich hier schnell. Hab wohl ein großes Rätsel entdeckt, was? Nun, ihr müsst nicht mal fragen. Nein, ich habe nichts für euch. Nicht mehr, jedenfalls. Habt ihr nichts, was helfen kann? Ich sagte, nicht mehr. Orton stahl einige Bücher, als er zur Festung Dämmerlicht ging, um sich diesen Beschwörern anzuschließen. Es war eine Art Friedensangebot. Ich glaube, einer dieser Bände enthielt relevante Informationen. Wenn ihr sie braucht, werdet ihr mit Orton reden müssen. Orton. Finde die gestohlenen Bücher. Ja, gut. Also gut. An dieser Stelle. Oder nee, doch nicht. Ach komm, ich kann noch ein bisschen. Ihr da, ich habe ein paar Fragen an euch. Ihr wart doch in Satal, nicht wahr? Ich habe gehört, dass dort etwas gefunden worden ist. Vielleicht. Das ist mir durchaus bewusst. Bitte, beleidigt nicht meine Intelligenz. Teufdi ist also immer noch dort? Bei seiner Rückkehr erwarte ich einen vollständigen Bericht von ihm. Was geht euch das an? In Satal wurde etwas gefunden, das wichtig genug ist, dass Teufdi ein neues Mitglied der Akademie allein losgeschickt hat, um es zu melden. Wenn das nicht etwas ist, das jeden etwas angehen sollte, besonders mich. Danke für eure Hilfe. Ihr dürft jetzt gehen. Ankano ist kacke. So, wo muss ich hin? Überlebe ich den Sprung schon? Gucken wir mal. Hey, fragt euch welchen Sprung. Den hier. Geronimo. Ah! Jop, überlebe ich. Locker. Haha! Wie gut. Okay, Karte. Zum einen müssen wir hier unten die gestohlenen Bücher finden, ja? Und zum anderen müssen wir auch immer noch das hier zusammensetzen. Das werden wir aber wirklich jetzt erst in der nächsten Folge machen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und vielleicht lasst ihr auch ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen, wenn ihr das nicht sowieso schon getan habt. Und bis dahin würde ich sagen, ciao.